Es ist das Duell beste Offensive gegen die beste Defensive. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen hier im Deutsche Bank Park, wo wir im Moment eine dichte Schneedecke haben. Seien Sie herzlich gegrüßt zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Es spielen hier also die stärkste Offensive gegen die beste Defensive. Interessante Konstellation. Ich bin mal gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Beim Blick auf die Taktik der Gäste können wir schon davon ausgehen, dass das Pressing auch heute das Erfolgsrezept sein soll, ne? Ja, sehe ich genauso. Und das können sie auch richtig gut. Sie machen dem Gegner immer das Leben schwer. Sie schnüren ihn ein, sie gehen sofort drauf. Immer dann, wenn der Gegner ihn ballert, dann ist Alarm. Gefährlich jetzt. Da ist das Tor. Der Ball ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Vorne der Ballgewinn. Von Weghorst. Da ist die Chance. Und Tor. Den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Weghorst. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. André Silva. Ricky Puig. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. El Sanka. André Silva. Gefährliche Szene. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Maximilian Arnold. Der Ball kommt. Geht nicht rein. War das knapp? Was für eine Chance, was für ein Pech. Das wäre ein Riesentor gewesen. Hasebe. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Es gibt den Freistoß für den VfL. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Er geht in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Das könnte vielleicht was werden. Muss Einwurf geben. Da ist die Hereingabe. Da geht er hin und faustet den Ball weg.
Jetzt der Schuss. Super gehalten von Trapp. Jetzt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Abwehr hat aufgepasst. Nun Hilsanker. André Silva. Das könnte die Chance werden. Fairer Einsatz hier. Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Sandro Tonali. Da ist Platz. Gute Chance. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genauso ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es ihnen nicht machen. Gefährlich jetzt. Gute Chance. Jetzt ist die Gefahr. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Fahne des Assistenten geht hoch, abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sind anders. André Silva kann erstmal befreien. Gibt Ecke. Ecke kommt in den 16er. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Da kommt der Schuss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Und Ballverlust. Sandro Tonali. Sieht vielversprechend aus. Renato Steffen wird Einwurf geben. Nun Hilsanker. Dost mit dem Ball. Könnte was werden, gut. Jetzt der Vorstoß. Philipp Kostic. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Wout Weghorst. Sandro Tonali. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Nur noch der Torwart vor sich. Das muss es sein. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Die erste Hälfte war spannend. Es ging... Guter Auftritt von Wolfsburg. Die Führung geht in Ordnung und klar, sie werden im zweiten Durchgang so weitermachen wollen. Wout Weghorst. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg.
der Ballverlust. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke kommt ins Zentrum. Den klärt er. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Da hat er die Chance. Noch ist die Chance da. Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt er eiskalt. Die Nummer 16. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Bekommt den Ball, technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Maximilian Arnold. Er passt gut auf und hat den Ball. Da ist er alleine durch. Jetzt kommt die Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Ganz wichtig, da muss er hin. Er hat den Ball. Da ist das Tor. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz, ganz eng gemacht. Fast schon zwangsläufig der Fehler. Ballbesitz verloren. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Wird's jetzt gefährlich? Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Unser heutiges Sonderangebot im Fanshop ist der Saisonschein. Sparen Sie heute gleich 5 Euro. Okay. Explain how much longer will you keep me on
I'm running out of options. Okay. You're running through my mind with the I think she might be robbing. She can take what she wants. I just wanna make you late. Would you wanna waste that? I know you like my goofy, but could you hate that? I see what's underneath and I love you more now. And now I know how. Yeah. If I got one thing right, it was you and me. But I go in through the window so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? Too bad it's good, or else I'd be gone. Go back to your place, don't lie. You wanna get, so we're gonna get. And then I see a laugh on your face, so I might die. So I might die. So I might die. If I got one thing right, it was you and me. So I'll go in so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? Das offensivstärkste Team gegen die beste Abwehr. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Eingang von Block 11 melden. Ihre Frau wartet doch auf Sie. Lisa Mühl, vielen Dank. Willkommen hier im Deutsche Bank Park. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zum heutigen Spiel. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ja, da müssen sie aufpassen. André Silva. Wenn er das so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Macht er das Tor? Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Ballverlust. Ja, setzt sich schön durch. Kommt jetzt die Flanke rein. Da muss er hin und holt sich den Ball. Guter Vorstoß. Kann was werden. Jetzt gibt's Einwurf. Ja, klasse Pass. Guter Zweikampf. Gute Aktion jetzt. Hereingabe jetzt. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Ball ist wieder weg. Und Weghorst. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Da könnte was entstehen. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler.
Renato Steffen! Gehalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für Mainz 05. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 19 Minuten. Vielen Dank für das Update. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Wout Weghorst. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Da ist der Ball weg. Stark gemacht, das könnte was werden. Fällt das Tor doch noch. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Der VfL Wolfsburg steht heute vor keiner einfachen Aufgabe. Wir sehen hier zwei starke Teams, Wolf. Es ist also angerichtet für ein tolles Spiel. Das war eine einfache Aufgabe für Kevin Trapp. Der Abschluss nicht zwingend genug. Dani da Costa. Ricky Puig. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor. Ricky Puig! Super Einsatz vom Torhüter. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt haben sie den Ball. Das frühe Pressing jetzt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Philipp Kostic spielt den Ball wieder zurück hier. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Sie kriegen den Einwurf. Gute Aktion. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Maximilian Arnold. Amin Arid. Ja, mit viel Übersicht. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sie holen sich den Ball. Guter Pass. Bastos. Und den Ball hält der Torhüter fest. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es... nur unentschieden steht. Das könnte gefährlich werden. Steffen. Sauberes Tackling von ihm. Bastos. Das sieht vielversprechend aus. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Und da ist der Ball wieder weg. Da können Sie klären. André Silva. Da oben, der fordert den Ball. Philipp Kostic. Er steht unentschieden. Heute offensiv nicht viel. Beim VfL Wolfsburg.
Wolfsburg jetzt also mit dem Anstoß zu dieser zweiten Hälfte. Wir schalten kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Es wurde auf Elfmeter für Mainz entschieden und Raúl García hat ihn verwandelt. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf, da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. William. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Toller Pass. Da ist der Ball drin. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Und wir schauen nochmal genau hin. Stimmt die Abseitsentscheidung, Buschi? Ja, richtig. Der Treffer war irregulär. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Die Gäste werden wechseln. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Wout Weghorst. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Guter Pass. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Und jetzt wollen sie wechseln. Hasebe. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Tor für die Eintracht. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt also Rückstand für den VfL Wolfsburg. Amin Arid. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Da ist der Ball weg. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Ich denke, sie werden wechseln müssen, Buschi. Genau so ist es. Mit der Verletzung kann er hier unmöglich weiterspielen. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Da oben, der fordert den Ball. Beim Ballbesitz hat Eintracht Frankfurt im bisherigen Spielverlauf deutliche Nachteile. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Maximilian Arnold. Klasse Pass. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier den zweiten Treffer für RB Leipzig. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank für das Update. Bas Dost. André Silva. Die Chance jetzt. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Ecke kommt in den 16er. So, der Ball ist erstmal weg. Maximilian Arnold. William. Sandro Tonali. Der Ball kommt hoch rein. Tja, war halt niemand. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. André Silva.
Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da setzt er sich gut gegen mehrere Gegenspieler durch. Und jetzt die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem... Oh, da ist er durch. Bastos. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. 3-1 also. Kurz vor Ende der Begegnung. Gegen wen geht es als nächstes? Der Gegner in der nächsten Partie für Eintracht Frankfurt heißt SC Freiburg. Heute haben sie alles richtig gemacht. Daran sollten sie beim nächsten Gegner einfach anknüpfen. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. André Silva. Gutes Tackling. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Kurze Ecke. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Das frühe Stören jetzt. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da verlieren sie den Ball. Amin Ariz. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Gelb hier gegen den VfL Wolfsburg. Und das absolut zu Recht, Wolf. Das Foul konnte man, ach, musste man mit Gelb ahnen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Am Ende wird es also ein knapper Sieg, sie haben eine gute... Da ist der Ball weg. Stark gemacht, das könnte was werden.